Guten Abend, herzlich willkommen zur ersten BBV-Abendsprechstunde in diesem Jahr. Heute Abend geht es um erweiterte Gefäße, um Arterien, die Probleme machen. Dazu habe ich mir zwei Ärzte aus dem St. Agnes-Hospital mitgebracht. Zum einen den Chefarzt Dr. Gerd Horst Lankau und seine Oberärztin Petra Delsing, beide von der Klinik für Gefäßchirurgie. Bin mal gespannt, was Sie uns heute Abend zu erzählen haben. Schlagadern, die vom Herzen in die Gefäße geführt werden, und durch den Druck entsteht in der Gefäßwand durch Bindegewebsschwäche eine Aussackung, die vor allen Dingen in Positionen vor Gefäßaufteilung entstehen, sodass die häufigsten Aufsackungen der Arterien an der Bauchschlagader unterhalb der Nierenarterienabgänge entsteht durch Turbulenzen, Verkalkungen, die insbesondere durch Bluthochdruck und Nikotin, also Raucher haben häufig diese Veränderung, entstehen. Dadurch entsteht eine Aussackung der Arterienwand, die zu allen Seiten ausbuchtet und im schlimmsten Fall bis zu einem Durchbruch der Arterienwand führen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, die herkömmliche klassische, bei der der Bauch geöffnet werden muss und die Erweiterung der Bauchschlagader dargestellt wird im Bauch und ausgeschaltet wird, indem man stattdessen eine künstliche Arterie einnäht. Das ist die herkömmliche Technik. In über 80% der Fälle können wir heutzutage diese Aneurysmen innerlich ausschalten über Zugänge von den Leistenarterien ausgehend. Die Prothese kann nicht gespürt werden, da die Arterien keine Nervenbahnen haben und die Bauchschlagader insbesondere hinter dem Bauchfell verläuft, sodass man von der Prothese gar nichts spürt. Das sind in erster Linie Menschen, die so zwischen 60 und 65 Jahre alt sind und bestimmte Risikofaktoren haben, nämlich das vermehrte Rauchen, einen hohen Blutdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Menschen, in deren Familie Bauchschlagadererweiterungen bereits vorgekommen sind. Diese Menschen, die sollten sich unbedingt einer Ultraschall-Screening, so nennen wir das, einer Ultraschall-Voruntersuchung unterziehen. Eine Erweiterung der Bauchschlagader kann so groß werden, dass Nerven, die dahinter verlaufen, gedrückt werden und dieses zu bestimmten Beschwerden führen kann. Die sind aber sehr unspezifisch. Meistens läuft ein Bauchaortenaneurysma ab ohne Schmerzen. Wenn es Schmerzen macht, ist es oft schon sehr spät. Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Prothesen lebenslang halten. Man muss sagen, bei den minimalinvasiven Verfahren ist es möglich, dass die Prothesen durch Veränderung der Gefäßwände in ihrer Lage verändert werden, sodass wir hier eine engmaschige Kontrolle empfehlen und hier bei uns in der Klinik alle 6 Monate im Ultraschall eine Verlaufskontrolle empfehlen.